Okay, legen Sie ihn bitte einmal in die stabilen Seitenlage. Sie drücken weiter ab, ja? Ja, ich drücke ab. Gut, Medical Department ist da. Schussverletzung, ha? Hat Bewusstsein verloren. Clark? Ja. Waren das die drei, die sich im Zimmer versteckt hatten, in diesem... Es haben sich drei in dem Zimmer versteckt? Ja, die sitzen ja, jetzt plötzlich die wieder im Gang. Vorm Gerichtssaal sitzen die drei. Ja, die haben sie jetzt da wieder hingesetzt. Also die kamen gerade aus den Büros raus und sitzen jetzt wieder ganz entspannt im Flur des Gerichtssaals. Ja, Siggi Ulrich und seine zwei Kumpanen. Die haben mit mir gerade die ganze Zeit gesprochen. Alle drei, ja? Ja, alle drei. Ja gut, das heißt nicht, dass sie nicht... Hier ist gerade ein schwarzer Revolter weggefahren. Schwarzer Revolter, okay. Ja, kein Torus. Gern. So, sie weiter. Grüße, mach mal hier noch bitte mit der Nahbereichsfahndung auf Schwarzer Revolter, wahrscheinlich Richtung Westerway runter. Schwarzer Revolter, Westerway, jawohl. Bitte einmal. Irgendwie, wie viele Personen haben wir irgendwie? Können wir nicht sagen, wir haben uns im Senatsraum Schüsse gehört und Officer Cloud liegt am Boden. Und der Revolter fährt. So. Weisen Sie bitte nachfolgende Streifen ein. Ja. Können Sie das mal noch funken? Was? Und der Revolter fährt. Na gut, kann das wieder reingehen. Ich habe mich gerade eingewiesen. Können wir nichts mehr tun. Durchhalten, Cloud. Scheiße. Im Gerichtssaal, ja? Hm. Das ist alles hier so lächerlich. Ja, im Gerichtssaal. Ach, ich bin wieder dabei. Und jetzt sind sie plötzlich weg. Erstaunlich, nicht wahr? Was haben die denn im Büro gemacht? Die sind die nicht eingesperrt im Gerichtssaal gerade? Warte. Durchgucken. Ja, die sind drin. Oh Gott, die Tür ist aber gerade geschlossen. Sind alle eingesperrt. Die Frage ist aber... Ja? Das machen die doch safe. Sie sind eingesperrt, Mann. Claim ist ja auf, rumzuheulen, Mann. Deswegen habe ich die auch vorhin angehört hier. Das Fenster nicht aufgekriegt, verdammt. Wer den Leute, man hat dich trotzdem weinen hören. Ja, wer sperrt denn auch Leute in Räumen ein? Wirklich. Ich weiß auch nicht, warum die Tür schon wieder zu war. Nur hören Sie auf, die Tür zuzusperren, Mann! Oh Mann. Ne? Einfach Noah. Scheiße! Hör auf, die Tür zuzusperren. Scheiße, ne? Irgendein Schützen läuft rum. Da müssen wir die Tür absperren. Na klar, die sind weggefahren mit dem schwarzen Revolter, Mann. Spannend. Ach komm. Ach komm. Oh, Freundin, Schritt. Okay. Das Gefühl, das wird heute hier nichts mehr. Gut, dass wir zumindest eine Sache erledigt haben heute. So geht das übrigens die ganzen Tage. Ich komme zu nichts wegen so einem Scheiß. Wieso nicht? Also wo sind sie jetzt hier unverbandelt worden? Verstehe ich jetzt nicht. Gerade sagen, hä, er ist doch degradiert worden. What the fuck? Warte mal. Das Problem jetzt, nicht. Wir diskutieren schon wieder. Wir heulen und findet das Rechtssystem auf einmal jetzt wichtig und gut. Also ja, wir haben die hier komplett angehört. Ne? Jetzt ist das Rechtssystem unfair. Bezüglich der Urteilsfindung. Sagt der MC, der in Autos rumfährt, richtig. Auf jeden Fall. Auch, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ne? Ich weiß, dass sie... Was ist denn? Noah, beruhig dich. Das ist doch Alltag. Ja, das ist das Problem. Sei doch einfach froh, dass du nicht angeschossen wurdest. Es ist alles gut. Beruhig dich. Ah, Gott, genau. Verdammt. Tief durchatmen. Beruhig dich. Ja. Alles ist gut. Genau. Tiefe Atemzüge. Erstmal was essen, ne? Das hilft einem immer. Richtig. Oh, James dreht auch irgendwann durch. Ich höre den nur noch schreien, den Mann. Wirklich. Jedes Mal, wenn ich den sehe, ist er am Rumschreien. Und sich irgendwas aufregen. Jedes Mal so. Ja. Um 23 Uhr noch eine Senatssitzung, das wird ja hervorragend. Warum sind hier nicht so viele Zeugen da? Eine Stunde Verspätung, aber dann. Mitch ist erstmal Feierabend. So. Also, kann halt nicht so lange. Jetzt nicht wieder weggehen. Sie müssen doch gleich aussagen, oder nicht? Also da drin steht doch volles Publikum. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon weitergeht. Oh. Dann könnte ich sich mal beeilen, ey. Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit. Na klar, Frau Klaas, dürfen Sie.
Ja. Das Problem ist natürlich, ich habe das jetzt auf VNet gepostet wegen morgen, ne? Das Problem ist natürlich, dann sollte Omel jetzt froh sein. Das Problem ist, Owen, wenn jetzt natürlich der Richter nicht das macht, was Ulrich sagt, ist er der Nächste, der umgeknallt wird, ne? Ich sag's nur. Was will ich noch sagen? So läuft anscheinend das. Sag mal, hat man jetzt wirklich bleibende Schäden oder von etwas? Guck mal, ich habe den Dings unter dem Auge ja immer noch von diesem Motorradunfall. Hä? Gefällt einem ein Urteil nicht? Ulrich war es tatsächlich nicht. Ja, und warum waren die drei dann hier in diesem Raum? Wo ist die Toilette? Nee. Haben wir nicht. Gehen sie in den Busch. In den Wald. Ich kann nicht, da wurde gerade. Dann packen sie Delanoir auf den Tisch hier geradeaus. Alles klar. Da geradeaus, genau dadurch. Doch. Wo ist das denn? Natürlich, hier geradeaus. Ja. Einfach rein da auf den Tisch kacken, perfekt. Oh, ich mache die Tür zu. Nee, das kann nicht Ulrich gewesen sein, weil als die Schüsse gefallen sind, ich war nicht mal nach Noah. Ich war noch knapp eine Sekunde hier raus. Was kann ein Ulrich, ein Press eines MCs, richtig, seine Leute beauftragen? Er kann also war es Ulrich. Ja, und deswegen brauchen wir die kriminelle Vereinigung, damit wir sowas auch nachweisen können. Ja, du weißt aber, was ich meinte. Deswegen müssen wir diesen Senat durchkriegen, damit wir mit Richter Kohl sprechen. Verdammte Scheiße. Ja. Können wir jetzt mal ranmachen. Dann rein. Das verstehen wir, aber... Wenn wir jetzt noch mal eine halbe Stunde warten müssen, bis wir überhaupt loslegen können. So, wir warten jetzt gerade eigentlich nur auf Frau Chief. Lee? Clark ist aber, ja? Clark. Ja, ich wollte ihren Rang sehr. Einfach auch mal merken, ja? Ich wollte erst ihren Rang nennen, Herr Ulrich. Und wenn sie da ist, können wir eigentlich gleich anfangen. Nur gerade auf Toilette. Ihnen das hier zu unsicher ist, ich biete Ihnen gerne das Red Cage an. Da sind natürlich alle eingeladen, da ist ein Pool, da sind auch Stühle. Oh, wo ist denn das Red Cage? 7010, also auch noch Wohnung frei, ne? Dreh? Wissen Sie, ich glaube, wir können ihn doch fragen. Jetzt hat er uns auch noch verraten, wo die David mittlerweile sitzt. Ich glaube, ich bin ja auch an der Stelle. Alessandra, ruf an, wenn ihr durch seid, ich hau ja ab. Sag nochmal. 7010. Gut, wir waren beim Termin stehen geblieben. Oh Gott. Ich glaube, wir können ihn wirklich fragen. Mir egal. Oh, wir verlegen es. Ich nehme mit dem Zeug. Kang, ja, bitte? Degradierung, Ding ist durch, ne? Sag dir so, wie es ist. Ja, klar. Spiel mit noch gerade. Haut rein, meine Lieben. Danke für für eure Zeit. Muss auch erstmal wieder eingeschleppt haben. Komm mal mit an den Rechner, dann kann ich mal gucken, was der Terminkalender sagt. Ja, nee, also hier, ne, Mr. Delanoir. Also die nächsten Tage, da habe ich also Verhandlungen, also. Ja, haben Sie schon eingetragen, Miss Hain? Oh. Ja, also Mittwoch und Donnerstag, ja. Sehr schön, sehe ich das ja jetzt hier. Sehr gut. Und zwei sind noch on hold. Was ist ein Mittwoch für eine Verhandlung? On hold wurde verschoben. Die Idee verschoben wurde. Ah. Auf Dienstag? Ja. Aber sind die nächsten drei Tage sind Verhandlungen. Weil es wurde was verschoben? Die von Dienstag wurde verschoben? Die von Dienstag wurde verschoben, oder nicht nur? Nee, alles gut. Ich dachte tatsächlich, dass die SMS rausgingen. Selma hat das aber gemacht. Wollen Sie mich verarschen? Wann wollten Sie mir das sagen? Problem, dass Leute morgen. Ja, ich dachte, Sie hätten das mit dem Mittwoch nicht gemacht. Was? Ja, aber Mr. Kane kann erst um. Ich habe jetzt diese Verhandlung nicht vorbereitet. Weil Sie meinten am Mittwoch. Mr. Kane, können Sie vielleicht auch erst 22 Uhr kommen Sie mal dann hier? Das ist eigentlich der Grund. Also, ich schlag mal so ab. Oh mein Gott. Mittwoch können wir auch. Meinetwegen. Das ist morgen. Nee, das ist nicht morgen. Ich versuche übrigens auch seit anderthalb Wochen Sie zu erreichen. Gut. Hier im Anschluss mal Zeit für mich hätten. Ja, wie sieht's bei dir aus, Jones? Es geht um den Kalender. 22 Uhr früh schaffe ich es nicht. Donnerstag. Da habe ich schon was gehört. Freitag. Herr Zimmer schon mal erzählt, dass da was ist. 22 Uhr. Sehr schön. Dann reden wir im Anschluss, ja? Ja, klar. Dann müssen wir das auf Freitag 22 Uhr verschieben. Freitag 22 Uhr. Also ist das jetzt nicht verschoben, Noah? Nein. Ja, jetzt habe ich meine Verhandlung nicht vorbereitet. Dass wir so lange warten mussten, aber die eine Verhandlung hat sich halt zu sehr verzögert. Weil du gesagt hast, du verschiebst das auf Mittwoch. Was jetzt noch hier passiert ist. Ich habe mich verarscht und dann kam keine richtige Antwort dazu. Du hast gesagt, okay, ich muss das machen, weil die SMS nicht rausgegangen sind. Dann war das für mich gegeben, dass wir das Mittwoch machen. Ja, ist immer die Frage, ne? Das ist immer die Frage, ob wir damit durchkommen rechtzeitig oder nicht, ne? Das
Das war halt die Frage. Genau, tatsächlich hat es sich am gut. Ende auch eher... Ja, hervorragende Verhandlung, wo ich die Zeug nicht vorbereitet habe. So aus, als wenn man eigentlich bis 22 Uhr klar fertig. Und dann hat es sich auf einmal einfach... Durch dass es nicht öffentlich war, kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Gibt immer... Warum habe ich nochmal Urlaub gemacht? Also, tut mir auch sehr leid, dass ich jetzt extra Zeit dafür richtig. Genommen habe. Um mich von der Vergangenheit zu entspannen, nicht für die Zukunft. Ich habe mich nicht bei dir entspannt. Ja, ja. Wie gesagt, glauben so ein gut, ist offensichtlich verschoben. Oh, wenn wir gehen. Stattfindet. Und mit dem Vorfall gerade kommt, war nicht zu rechnen gewesen. Und genau, und tschüss, Victoria. Vorfall jetzt hier, richtig. Damit... Oh. Verzeihung. Danke. Okay. Warte, warum war ich jetzt hier? Stunden? Das will ja keiner. Na warte, wollen wir jetzt mit Codeware sprechen danach? Wir stehen da wahrscheinlich ja. Wieder 5 Stunden noch, ne? Wir können das aber jetzt machen. Oh. Na komm, wir machen das jetzt. Oh, cool. Leuchtend dunkel. Tschüss. Lalalala. Opa. Ja. Danke, tschüss. Willkommen, Kollegen. Schon Gerichtsverhandlung rüber ins Büro. Genau, okay. So nehmen Sie ja mit alles Dienstag, klar. Mittwoch, Donnerstag ja. Verhandlung. Genau deswegen wollten wir es ja auch heute machen. Ja. Und wenn jetzt alle Zeit, wenn haben wir jetzt auch klar gesteckt, wir wollten eine halbe Stunde dauern, dann haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Ja, wir wollten jetzt die aufgrund der fortgeschrittenen Zeit die Senatssitzung verschieben auf Freitag. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Also konkret, also Freitag 22 Uhr steht im Raum. Sprich ein bisschen leise. 22 Uhr Freitag? Ja, früher. Ja, Mr. Jones kann leider nicht hier. Früher kann. Ja. Ja, können wir machen. Ja. Dann verschieben wir die hier auf Freitag. Toll. Wir wissen ja nicht, wie. Dann haben wir das ja geklärt. Super. Euer Ehren, Codewell? Nicht mehr, wegen fortgeschrittener Zeit. Fortgeschrittener Zeit. Manche müssen halt morgen früh aufstehen. Das ist halt wieder schon 23 Uhr. Alles super. Ist in Ordnung. Kein Problem. Frage nur. Ja. Okay, gut. Dann haben wir es ja besprochen. Dann, alles klar. Ja, bis Freitag. Würde ich sagen. Und übrigens, für so ein Verkaufsgespräch wäre ich tatsächlich offen, ja? Codewell. Codewell. Was wollen Sie denn verkaufen, Kane? Ich will nichts verkaufen. Ein gutes Aussehen. Codewell. Ja. Aber ich sage, Ihr Anzug gefällt mir, ne? Muss ich schon sagen. Ja, gefällt mir auch sehr und wie gesagt, ne? Codewell. Ja. Mach mich nicht wahnsinnig. Sie, ja, ne? Oh Gott. Bitte, such dir den PC. Und sie gerade von Mr. Codewell angebaggert, Kane? Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Ja. Hast du gerade Kane angebaggert? Nein, Codewell. Ich hab reichen die Frauen nicht mehr, oder was? Ich hab schon genug Dates aktuell. Ich weiß! Ich musste heute 2 Dates schon verschieben. Was soll ich denn machen? Ich krieg wieder übel Stress, weil ich sie verschoben habe. Mann! Nicht da ist der. Ja, gut Geld, Kane. Ah. Ja. So. Weißt du, was kompliziert das ist? Ich hab an J.O. als Start.gov eine E-Mail geschickt. Lies sie bitte durch. Können wir das da jetzt nicht gleich noch schnell machen? Was ich tatsächlich vergessen habe, eine E-Mail mit reinzuschreiben, ist natürlich der aktuelle Verdacht, dass sie einen Staatsanwalt entführt und auch umgebracht haben. Den habe ich jetzt leider vergessen. Der auch noch nicht aktenkundig ist. Gut. Aber den möchte ich bitte hiermit offiziell mündlich erwähnen, diesen Verdacht. Weshalb ich mich auch entschlossen habe, sie als kriminelle Vereinigung zu beantragen. Erstmal zu mir. Ja, doch, sie haben zu lange davor gebraucht. Hätten sie bitte schneller machen müssen. Nee, lange rumdiskutiert. Zack, 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 durch geht's. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal mit dem Empire gemacht, dementsprechend müsste jetzt eigentlich alles da sein, was sie brauchen. Wie gesagt, ich ergänze halt noch die Sache mit dem Verdacht des Todes an Raylan Rhodes. Der übrigens nicht nur daher kommt, dass sie ihn vorher entführt haben, sondern auch daher kommt, dass er neben dem Auto eines Devils-Mitglieds gefunden wurde, ja? Nur so als Hinweis. Worum geht's jetzt so risch? Werde ich das gleich selber machen? Nee, ne? Ist ungünstig. Ne, ist. Ja, ne, na klar. Kane, um Gottes Willen, machen Sie das nicht alleine. Okay. Ich kenne Sie. Ja, ja, ich warte bis Freitag. Hallo, Jones. Öltrenner auch. Was ist drin? Öltrenner. Ja, Siegfried Ulrich, Präsident. Ulrich, Vice Press. Bei den anderen weiß ich es nicht, leider. Fred, Packer, Warren, Sandy,
Namen sagen wir auch auf jeden Fall alle was, muss ich dazu sagen schon mal, die ich ja sehe. Ich habe das ja wie gesagt auch mit, bis auf den Morris Kilpatrick habe ich alle mit Akten belegt, wie gewünscht. Mhm. Aber Morris hat ja vor dir selbst auch zugegeben, dass er zu den Devils gehört. Also ich kenne die Namen alle tatsächlich schon mal, das ist erstmal gar nicht mal positiv sagen. So. Ja? Hi Liv. Wie geht's? Nee, Kane, jetzt nicht. Ich bin arbeiten. Ah, schon wieder am Arbeiten. Na klar. Na gut. Molliger Kerl. Naja, nicht schon ein paar Days mit mir. Nein, weißt du, was das Schlimmste gerade ist, ja? Pass auf. Wie soll ich jetzt aufregen? Naja, da habe ich mir einen Termin in ein Jahr bei dir machen, damit du Zeit für mich findest. Wie soll ich jetzt darauf antworten? Kannst du aufhören, die SMS von deinen Frauen zu lesen und ich bitte um die Arbeit kümmern? Scheiße, oh mein Gott! Mach mich nicht wahnsinnig. Entschuldige. Ja, danke. Kannst du dich bitte konzentrieren jetzt? Ja. Ich werd wirklich fuchsig. Ja, scheiße, ich habe schon wieder zwei SMS bekommen. Code Bell. Ja, ey, man hat schon versucht, mich einmal umzubringen, ja? Ja. Deswegen konzentriere dich doch bitte darauf. Okay, wir müssen das durchbekommen, bevor ich sterbe, ich verstehe. Richtig, schon. Genau. Wie gesagt, ich habe auch noch weitere Akten dazu geschrieben, die wichtig sind aufgrund der Schwere, ne? Widerstand, Körperverletzung, Bankraub. Ich habe alle rausgelassen, die vor mehr als 4 Wochen passiert sind. Da kamen auch einige dazu, aber die habe ich rausgelassen. Auch die Mitglieder, die seitdem nicht mehr aufgetreten sind, habe ich rausgelassen. Der Bankraub ist halt jetzt erst verurteilt worden, deswegen habe ich die noch mit reingenommen. Der ist aber auch schon länger als 4 Wochen her. Muss als Hinweis. Wie gesagt, es kommt halt dazu, dass wir definitiv einen Informanten haben, der sagt, sind groß im Drogenhandel. Die DTU weiß, dass sie groß im Drogenhandel sind. Das ist natürlich alles noch nicht aktenkundig, weil organisiertes Verbrechen schwierig anzuklagen. Wenn wir die Durchsuchungen durchbekommen, dann hilft das natürlich eventuell, um auch Beweismittel endlich zu diesen Fällen liefern zu können. Zudem, wie gesagt, die Tatsache, dass der Verdacht im Raum steht, dass sie Raiden Rhodes erst entführt haben und später hingerichtet. Da trifft halt nicht nur zu, also erstens, das Motiv stimmt bei den Devils. Zweitens, die Entführung davor und drittens, dass er neben einem Auto von den Devils gefunden wurde. Eine wichtige Information noch, damit ihr über das gleich hört, ja? Also, ich hatte Rhodes angerufen gehabt. Rhodes hat mir gesagt, dass er mich braucht, weil er einen Aussteiger aus der kriminellen Vereinigung gerade dort hat und er möchte bei ihnen Aussagen treffen. Ich dachte natürlich sofort, okay, es gibt ja eigentlich nur die Empire, aber manche sagen ja auch zu anderen kriminellen Vereinigungen, auch wenn sie das offiziell nicht deklariert sind. Ja, eine Gruppierung also, einfach, ja. Daraufhin auf einmal musste er das Gespräch unterbrechen. Ich habe auch gemerkt, dass es kein normales Unterbrechen ist, sondern dass er offensichtlich gezwungen wurde, das Gespräch zu unterbrechen. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, vielleicht wurde er gerade in eine Falle gelockt. Ja, weil, guck mal, es will sich mit ihm jemand treffen, der bei ihm auspacken will. Und auf einmal dann, wenn er ein Telefonat ist, kann er auf einmal nicht mehr. Ich habe sofort Kurz angerufen. Kurz sagt mir sofort, Devils entführen ihn gerade. Ja? Und dann dachte ich mir, fuck, eventuell wollte nämlich ein Devil bei ihm aussagen oder so. Und dann habe ich erstmal auf die Devils das Ganze gepackt. Wenn ich jetzt aber auf einmal sehe, dass ein Liam Lichtenberger tot ist. Nee, das hat mit dieser Rallye da zu tun, der ist immer blöd gestürzt. Zweimal. Okay. Ja, aber du verstehst erstmal, warum jetzt in diese Richtung das Gedanken passt hatte. Okay. Ändert aber nichts daran, dass es dann aber unterstreicht, dass nur noch mal mehr, dass vielleicht ein ehemaliger Kamerad auf einmal von ihm gesagt hat, hey, ich würde auch gerne aussteigen, können wir uns treffen? Ja. Das war in Wirklichkeit aber eine Falle gewesen, um ihn wohin zu bekommen und ihn einzupacken und dann umzubringen. Ja, also ich sehe, wie gesagt, das Motiv gegeben, die Möglichkeit es zu tun und die Grausamkeit es zu tun, dementsprechend. Wir wissen auch, dass die Devils bereit sind, Menschen umzubringen. Eben, Tötung kommt dazu. Stimmt, die habe ich gar nicht reingeschrieben, scheiße. Ja, nur auf das ist nämlich auch gerade lieber richtig gewesen, ja, aber ich weiß sie ja zum Glück. Du weißt es ja, genau. Ja, ja, das heißt, die sind ja durchaus bereit, auch für Business, damals was für das Krux-Geschäft, das Ganze, jemanden umzubringen. Genau. Ja, weil nur auf Ulrich liefen, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Das unterstreicht noch mehr. Jetzt muss ich von dir eine Sache wissen, weil das ist gestern Abend auf einmal passiert. Mich hat das auch ein bisschen überrascht, die Situation. Ich wusste von dir, hatte ich ja die Info gehabt, hey, der war ja mal bei den Devils gewesen, aber ist wohl nichts weiter und schon lange her. Du weißt, dass ich ein großer Fan von Resozialisierung bin und für mich war das damit auch vollkommen fein. Ja. Auf einmal hieß es aber gestern Abend, ja, der war wahrscheinlich eher so Schatzmeister oder irgendwas in der Richtung. Ja, trotzdem, also Schatzmeister ist kein Sergeant at Arms. Offizier.
Das war ich gerne nochmal. Ja. Das ist ein Offizier. Trotzdem war das schon lange her und das, was gestern verurteilt. Ja, aber das, was verurteilt wurde, ist schon länger als 4 Wochen her. Der ist schon seit 4 Wochen straffrei. Ja. Lass mich aber erstmal aussprechen. Okay. Eins macht mich wirklich sauer. Ich habe Stella Noir schon zusammengeschrieben. Warte. Okay. Danke. Ein Offizier kommt unter normalen Umständen, auch wenn es ein Schatzmeister ist, nur auf eine Art eigentlich raus. Das ist unter die Erde. Und ich glaube, unabhängig davon, ob das Rauswerfen gestern richtig war, das ist für ihn auch wirklich irrelevant. Ja. Genau deswegen wurde er jetzt umgebracht. Richtig, deswegen sage ich ja, das Motiv haben wir. Ja, ich glaube, dass man wahrnehmlich kann. Und weißt du, ich kenne mich ja mittlerweile von ehemaligen Prospects ja aus, oder welchen MCs, wie das ablaufen kann. Ja, ja, wie gut man die bumsen kann, verstehe schon. Ja. Das sieht ja wirklich gut aus. Auf jeden Fall. Eine scheiß Tripperin. Was ist dein Problem darin, dass sie sich ausgezogen hat? Ist das, dürfen Frauen das nicht? Löffi, jetzt musst du dich nicht beschweren, dass er mit dem Thema anfängt, ne? Du hast selbst damit begonnen. Hä? Damit angefangen! Mit den Prospects! Du hast mit dem Prospect angefangen! Du hast mit dem Bumsen gesprochen! Du hast davon gesprochen, wie man ihn durchbumst. Warte, ich hätte den anderen doch bei Delanoir schreiben sollen und einfach ihn anschreien. Ja? Okay, ja. Also, nochmal. Vielleicht merkst du ja schon, dass ich hier vielleicht so unter Umständen durchaus Interesse daran habe, die so einzustufen. Ja, schön. Ich versuche dir gerade nur die Worte in den Mund zu legen, die du da sagst, damit ich das rechtfertigen kann, dass ich das tue. Ich habe dir doch schon gesagt, dass sie ein definitives Motiv dafür hatten. Die haben einen Staatsanwalt umgebracht. Die sind eine scheiß kriminelle Vereinigung. Die haben einen Staatsanwalt umgebracht. Sind sie Hotel. Auch. Weißt du, was damals das Problem war? Dass es der Kater so schlecht gemacht hat, den Antrag. So damals hab ich es auch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Weil so, Patrick hat mich auch gefragt, was ich dazu sage. Ich habe auch gesagt, die sehe es nicht. Ja. Was mich interessieren würde, ist aber eine Sache noch. Ja. Das habe ich noch nicht gerade nicht gelesen. Ja. Wie sieht denn die Zusammenarbeit von den Devils mit anderen Kriminellen ein? Ja, Empire wissen wir ja, das hatte ich damals beim Empire schon angebracht. Genau. Aber das fehlt in der E-Mail komplett, deswegen gerade die Fragen. Ja, Entschuldigung. Ist schon lange her, dass ich den Antrag gestellt habe. Ja, definitiv mit dem Empire, das habe ich ja damals auch mit dem Empire gesagt. Es gibt auch Akten, die das belegen. Die haben ja auch schon quasi eine Gerichtsverhandlung hier oben zusammen gemacht und so weiter. Ich bin dann mal weg, ja? Alles klar. Ja. Also die verbinden sich durchaus auch mit anderen kriminellen Vereinigungen übrigens, da darf man es wirklich sagen. Ja. Und entführen zum Beispiel einen Chief Justice für die. Wie sieht es aus, was die angeht mit anderen, die Zusammenarbeit mit anderen MCs und so weiter? Zusammenarbeit mit MCs glaube ich nicht. Ich weiß, dass sie definitiv verfeindet sind mit dem AOD, das weiß ich. Okay. Bei den anderen weiß ich es nicht. Deine Sache, die weiß ich aber ihre eigene Sache. Pornshop, Ich weiß, dass die Devils zum Beispiel damals mitgemacht haben, wo unter anderem der Lost mich zum Beispiel damals haben wollte. Hm. Also mit dem Lost auf jeden Fall haben die auch ein Verhältnis. Hm. Ja, und wie gesagt, was da auch nicht drinsteht, ist natürlich die Akte, weil die noch nicht verurteilt ist, die Akte von der Geiselnahme von Chief Justice, wo ja Sigi Ulrich zugegeben hat, dass sie den Auftrag vom Empire angenommen haben, ihn zu entführen. Bitte dran, dass bei solchen Einstufungen und so kriminellen Vereinigungen auch nicht verurteilte Sachen insofern mit reinzählen. Ich weiß. Deswegen kann sowas bei sowas bitte ruhig mit rein. Was denkst du, wie vollständig ist diese Liste? Weil das sehen mir noch nach wenig Namen aus. Hast du mit der DTU gesprochen? Haben die noch weitere Namen? Es gibt weitere Namen, aber es gibt sie auch in der Bürgerakte. Aber wie gesagt, die sind das letzte Mal vor 2 Monaten oder so aufgetreten, diese Leute. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen. Also was wie ein Ginji Yoshi da und zum Beispiel. Und, ich bin weg. Ja, bei den Yoshi übrigens habe ich immer wieder mal Gerüchte gehört, dass der wohl innerhalb der, bei denen was verkackt haben soll oder so. Ja, also wie gesagt, also die Namen, die da stehen, sind recherchiert und müssen die sein, die auch noch aktiv sind aktuell. Okay, das bedeutet... Können natürlich noch irgendwelche Hänger und Prospects geben, die jetzt irgendwie, weißt du, aber die machen es wahrscheinlich eh nicht lange. Also rein vom Ablauf her würde ich das ähnlich machen wollen wie am letzten Mal, aber ich möchte... Weil ich etwas nicht schön empfand, ganz offen sein, und wir sind ja gerade unter uns, ja? Ich empfand es unter aller Sau, wie Stella Noir das präsentiert hatte bei den beim Empire. Und wollte verstehen, warum die pisst waren. Ja. Ich erwarte von dir, dass du mir ausarbeitest, vor einem Zugriff, ja, dass ich den Aktenzeichen nennen kann und die Inhalte dieser Akten, die Überschriften und den groben Inhalt, was dort gemacht wurde. Wenn die Fragen, wenn Presse da ist, dass ich konkret sagen kann, Bankraub, bam, 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 das und das, bam, 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 das muss ich können. Sehe ich dort danach wie ein Trottel da,
Glaub mir, gebe ich das weiter. Mhm. Aber auf die andere Art und Weise. Mhm. Ja, du merkst schon, ich habe durchaus Interesse daran, das Ganze mich zu machen. Ich muss es dann noch mit der Nana sprechen. Ich hoffe, dass ich das auch so. Ja. Mhm. Wann wollt ihr einen Zugriff machen? Ja, muss ich mit der DTU absprechen. Keine Ahnung. Ja, weil das sollte idealerweise natürlich dann. Ihr solltet dann den Beschluss raushauen und dann kommt der Zugriff, ich weiß. Genau. Denn ich möchte, wie das Presse dabei ist. Anthony ist da, ich kläre das kurz ab. Zane. Mr. Anthony, haben Sie kurz eine Sekunde für mich? Natürlich. Ich sag nicht, dass es schon bestätigt ist, ja? Folgendes Szenario. Falls ich eventuell einen Antrag gestellt habe, um die San Andreas Devils als kriminelle Vereinigung einzustufen, ja? Und wir da dann reingehen würden. Ich gehe da heute Abend rein. Sie sagen, nee, Mr. Anthony, warten Sie. Warten Sie, Mr. Anthony. Wirklich, ich habe den Antrag gestellt. Ist egal, ich gehe da trotzdem rein. Es gibt Hinweise darauf, dass die Garden Officer angeschossen haben und dass ein Fahrzeug in Verbindung mit dem Mord an einem Staatsanwalt gefunden wurde. Es ist vollkommen ausreichend, da heute reinzugehen. Komplett. Entscheiden Sie jetzt einfach, ja? Ja, entscheide ich. Ach, entscheiden Sie. Auf jeden Fall. Ja, klar. Achso. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Wenn Sie jetzt sagen, machen Sie das nicht, warten Sie noch. Also wir haben Hinweise darauf, wir haben die vorher identifiziert schon auf den Dächern vom Palito Bay DOJ. Mhm. Drei Leute, den Gunibert Freter war dabei. Mhm. Und das ist absolut ein ausreichender Tatbestand, dass ich da heute reingehe und die alle das mal das wollten Sie natürlich vorher mit mir absprechen, ne? Bevor Sie da reingehen. Ich habe gerade erfahren, dass Cloud angeschlossen wurde, Mr. Hain. Mhm. Und dann bin ich gerade dabei, mich umzuziehen und jetzt rufen Sie an und fragen, ob ich eine Sekunde habe. Gut. Also. Natürlich hätte ich einen Staatsanwalt dazu geholt. Ich habe aber gerade schon mit Kortz in den Zellen gesprochen. Ja, gut. Ich würde sagen, warten Sie. Ich würde tatsächlich abraten, da reinzugehen heute. Aha. Ich würde tatsächlich warten. Warten Sie? Warum? Ich habe Sie als kriminelle Vereinigung beantragt. Ja. Weil das Ding ist, wenn Sie da heute reingehen, dann können Sie vielleicht Drogen beschlagnahmen, dies, das, Ananas, klar. Ja. Wenn wir die als kriminelle Vereinigung haben, können Sie auch alle Waffen mitnehmen. Das ist der Vorteil. Das ist mir egal, ob die haben ja sowieso ein Arsenal an Waffen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir reicht's. Das ist gestern Staatsanwalt entführt, gestorben. Letztens der Coldwell, waren jetzt wahrscheinlich nicht die Devils, aber... Ich wollte gerade sagen, das waren wahrscheinlich nicht die Devils, ja. Es reicht. Ja, Mr. Anthony, genau. Deswegen habe ich ja diesen Antrag. Das war das Erste, was ich heute gemacht habe. Kriminelle Vereinigung bringt einen Scheißdreck. Entschuldigung, Mr. Hain. Bringt einen Scheißdreck. Wir können die Lager ausräumen, Riesenaufwand. Aber jetzt ein Zeichen zu setzen, weil gerade ein Officer umgeschossen wurde, zu sagen, so, stopp. Wir haben vorher drei von euch identifiziert. Wir haben uns die Ausweise geben lassen. Ihr wart maskiert auf dem Dächern, vorm DOJ, in Palito. Aber wenn die maskiert waren, woher wissen Sie denn, dass die das waren? Bitte? Woher wissen Sie denn, dass die das waren, wenn die maskiert waren? Nee, die haben die Maskierung ja abgenommen. Wir haben uns die Ausweise zeigen lassen. Wir haben maskierte Leute auf den Dächern da gesehen, haben die runtergeholt, haben uns die Ausweise zeigen lassen. Ja. Das war Gunibert Fred, wie hieß die andere nochmal, Uara? Anne Jones? Ja. Murphy, ja, irgendwie sowas. Murphy, Halvey oder so, der stand auch auf Wissen, sind die mittlerweile, sind die mittlerweile definitiv bei den Devils mit? Ja, klar. Ja, okay, dann antragen die mit. Ja, das weiß ich, aber ich meine Anne die Jones. Zane ist, glaube ich, sogar die Freundin von. Entschuldigung, nicht die Zane. Naja, nicht die Jones. Nee, die Jones ist die Freundin von Bronco Banks. Genau. Mhm. Ja, also alleine, um da heute zu zeigen, so, stopp, wir haben dringenden Tatverdacht, einfach nur um die zu stören. Gar nicht jetzt hier, ich will die jetzt hier, ich will denen nichts wegnehmen, ich will denen einfach nur zeigen, geht so nicht. Wissen Sie? Verstehen Sie? Ja, verstehe ich. Tag zwei warten, da fallen Ihnen wieder Dinge an. Es muss direkt gehandelt werden. Das ist sowieso ein Riesenproblem aktuell, dass hier nicht gehandelt wird. Und das geht von ganz oben aus. Ne? Wird immer alles gewartet, immer gemacht. Man muss direkt reinreiten und damit meine ich gar nicht mit Gewalt, sondern einfach nur mit Präsenz. So. Ja, aber was wollen Sie dann heute da machen? Einfach sich hinstellen, einmal ein bisschen alles durchsuchen und dann wieder gehen, oder was? Tatverdacht. Wir haben ja einen Tatverdacht. Wir haben ja Indizien, dass die das gesehen könnten. Ja, genau. Ja. Aber was machen Sie dann, wenn Sie da sind? Dann packe ich die für 59 Minuten und 59 Sekunden in die Zelle. Ah, das wollte ich jetzt nicht hören, Mr. Anthony. Ja. Das wollte ich jetzt wirklich nicht hören. Ja, wenn Sie können nicht einfach in die Zelle packen. So, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Oh, nicht wirklich. Lebenswert. Okay. Kennst du das Problem, wenn Officer angeschossen werden? Ja. Anthony dreht gerade frei. Anthony, der Herr der DTU, hat gerade selbst beschlossen,
dass er jetzt bei den Devils einreitet, weil er einen dringenden Tatverdacht hat, dass die auf die Cloud geschossen haben. Hier vor dem Gerichtsgebäude. Hat er selber beschlossen? Ich habe natürlich nachgefragt, ja, Mr. Anthony. Wann wollten Sie uns denn Bescheid sagen? Wann wollten Sie denn danach fragen? Ja, ja, das wollte ich gleich machen. So, das war das erste Thema. Jetzt habe ich mich fast von ihm breitschlagen lassen, dass er das heute machen darf. Jetzt hat er gerade gesagt, jetzt habe ich halt gefragt, ja, Mr. Anthony, also Sie können den ja aktuell nichts wegnehmen, außer vielleicht ein paar Drogen. Was wollen Sie denn da? Außer Präsenz zeigen. Also gehen Sie hin, stellen die alle einmal hin, sagen Hallo und gehen dann wieder oder was? Ja, nee, ich habe ja dringend einen Tatverdacht. Ich weiß, wer geschossen hat auf Mr. Cloud. Und im Zweifel nehme ich die mit und stecke die für 59 Minuten und 59 Sekunden in die Zelle. Habe ich gemeint, nee, Mr. Anthony, das können Sie nicht machen. Hat er gemeint, ja, wenn Sie das nicht hören wollen, Mr. Anthony, legen Sie halt auf. Jetzt habe ich aufgelegt. COCP.